Also auf der einen Seite hast du einen Traktor als Erfindung, einen Raupenschlepper und Ziehgerät. Der kann im Gelände fahren und Gräben einebnen, kann also mit der Erde auf eine spezifische Weise umgehen. Mhm. Und zweitens einen Schießstand, mhm, eine Artilleriestellung, die fahren kann. Und drittens, mhm, Panzer. Mhm. Also wenn du mal die Komponenten, weißt du? Ja. Das Problem ist, warum bin ich so fasziniert davon? Also eine Frage, die ich mir selbst stelle. Ne? Warum fasziniert mich schon das Wort in die Vorstellung von Panzern? Ne? Und auch Arbeiter, also, die das bauen. Und von, ja? Arbeitern, die das bauen. Ganz fasziniert. Klar, ja, klar. Und das hat sicher was zu tun, ist jetzt vielleicht etwas zu viel Psychologie, also mit Bedürfnis nach Panzerung, mit einem subjektiven Bedürfnis nach Panzerung. Deswegen ist das auch ein Traumbild der Panzer. Deswegen werden sie auch noch schwerer. Ja, ja, ja. Die ersten Panzer sind immer leicht. Ja, ja. Das andere ist die Geschwindigkeit, die inzwischen schon keine mehr ist, das ist klar, aber es war im Zweiten Weltkrieg doch noch ein Bild für Geschwindigkeit. 60, 80 Stundenkilometer konnten die fahren, ja. Ich selbst habe eigentlich nie direkt damit zu tun gehabt. Ich hatte eine militärische Ausbildung und da war der Krieg aber schon, ging aufs Ende zu. Und wir hatten nur einmal noch sogenannte Feindberührungen. Das waren sowjetische Panzer, aber schon auf dem Weg in die amerikanische Gefangenschaft eigentlich, weil unsere Offiziere wollten lieber von den Amerikanern verständlicherweise gefangen genommen werden als von den Russen. Deswegen marschierten wir so von Wismar in Richtung Schwerin. Und wir hatten Panzerfäuste und relativ alte Gewehre. Also es war schon so norwegische Vorderlader fast. Konntest du mit einer Panzerfaust schießen? Das habe ich gelernt, ja. Was ist eine Panzerfaust? Du, wenn ich das noch wüsste, ich habe das so verdrängt. Das ist das Merkwürdige. Ich habe eine vollständige sogenannte Werwolf-Ausbildung gehabt auch. Und wir haben auch mit Panzerfäusten geübt. Ja, es war die Mutter des Molotow-Cocktails eigentlich. Ja, das ist eine Kanone. Eine Kanone, ja, klar. Ja. Du durftest es war relativ Rückstoßrichtung. Man lernte es relativ schnell, klar. Also es war relativ leicht zu handhaben. Aber ich kann es dir nicht mehr beschreiben, das ist so verdrängt. Hast du damit mal geschossen? Nur Übungsschüsse, ja. Ja. Thank you.
was ist Panzer? Schnelligkeit, also ein Rennwagen ist schnell. Mhm. Ja? Bernd Rosemeyer. Es sind vielleicht drei Sachen, also Geschwindigkeit, Schutz und Gefängnis. Also, du kennst diese Lanzer-Vokabeln über die Panzer. Hm? Das waren ja auch von vornherein menschliche Konserven, die da drin saßen. Hm? Und immer mit der Aussicht da drin zu braten. Ja. Hm? Ja. Vielleicht sind es die drei Sachen, also die Geschwindigkeit, der Schutz, der gleichzeitig Gefängnis ist. Hm? Wenn du mal wieder zu Rom oder Shakespeare gehst, ja? Wo gibt es da sowas Ähnliches? Ein Coriolan. Coriolan ist ein Panzer. Ein Panzer, ja. Als Mann. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich fast der Feldherr und seine Leibgarde. Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Und dann allerdings auch die Schildkröte, also die Schilde, die miteinander kombiniert werden, ergeben auch einen Panzer. Ja, ja. Das Merkwürdige bei Coriolan ist ja zum Beispiel, womit der Brecht nicht klargekommen ist, also in seiner Bearbeitung, weil er wollte ja auch was anderes mit dem Stück. Ne? Er wollte ein Stalin-Stück schreiben eigentlich. Ne? Und also ein Stück über die Notwendigkeit und Überflüssigkeit des Helden, des Protagonisten. Das war sein Stalin-Bild. Also Stalin, diese schöne Definition von ihm, der verdiente Mörder des Volkes. Ne? Hat er geschrieben? Also, nicht geschrieben, nur gesagt. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Notiz im Archiv. Ja. Und das war sehr ambivalent gemeint. Ne? Ja, das Verdiente meinte er. Ja, verdient meinte er nicht ironisch. Das meinte er gar nicht ironisch. Ne? Ein Mörder meinte er auch ganz ernst. Und bei Coriolan ist der merkwürdige Punkt, den er nicht fassen konnte, dass dieser Panzer Coriolan geknackt wird durch eine Rede seiner Mutter. Und da ist natürlich was dran, also der Panzer, also keine Frau hätte einen Panzer erfinden können. Hm? Das ist eine durchaus männliche Schutzbehauptung, der Panzer. Ja. Du, ich glaube nicht, dass, wenn es sowas gibt, vielleicht gibt es das noch gar nicht, aber Frauen brauchen keinen Panzer. Hm? Thank you.
sowieso. Also meine Kids, Reporting, Fail in Schwarzwald.